Schloss Charlottenburg ist die größte und bedeutendste Schlossanlage der brandenburgischen Kurfürsten, preußischen Könige und deutschen Kaiser in Berlin. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg weitgehend wiederhergestellt und ausgestattet, ist die ehemalige Sommerresidenz eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der deutschen Bundeshauptstadt. Das Schloss bietet originalgetreu eingerichtete Räume und Säle, beeindruckende Zimmerfluchten und Kunstsammlungen mit herausragenden Meisterwerken. Das Porzellankabinett und die Schlosskapelle zählen zu den Höhepunkten der barocken Parade-Apartments im turmbekrönten, um 1700 entstandenen Alten Schloss. Dieser zentrale Bau der großen Schlossanlage wurde im Auftrag der Königin Sophie Charlotte und ihres Ehemanns Friedrichs I. errichtet. Das Sehenswerteste an Schloss Charlottenburg ist mit Sicherheit der prächtige Schlossgarten. Unter Simeon Godeau als erster deutscher Garten im französischen Stil angelegt, wurde der Schlosspark Charlottenburg im Laufe der Zeit häufig umgestaltet und entspricht heute nicht mehr dem Original. Erhalten blieb der 1824/25 als neapolitanische Villa errichtete neue Pavillon, das Mausoleum und das Teehaus Belvedere. Da König Friedrich der Große Charlottenburg zu seiner Residenz machen wollte, sparte er bei der Innenausstattung weder an finanziellem noch an künstlerischem Aufwand. Neben den prachtvollen Festsälen Goldene Galerie und Weißer Saal sind in den Wohnungen des Königs vor allem Meisterwerke französischer Rokokomalerei, aber auch kostbare Tabatieren und erlesenes Mobiliar zu bewundern.